Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Wir machen weiter. Die Steuerung ist gerade so merkwürdig, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns hier durchquetschen sollen. Hoffe ich doch, dass es daran liegt. Schön, dass ihr wieder da seid. Angra Boda. Schon gut. Ah ja. Es war schon lange abzusehen. Wir sind zurück, sobald wir den Pass hinter uns haben. Also dann, wer 2 von 3 gewinnt? Atreus. Vetren, komm. Ich durchschau dich. Gib einfach zu, dass du eine Revanche willst. Will das? Das letzte Mal habe ich gewonnen. Das war doch unentschieden. Ziemlich sicher nicht. Ja, wir sind schon ganz schön lange mit Atreus unterwegs und Angra Boda. Oh, was bleibt sie jetzt stehen? Dann zeig es mir. 1, 2, 3, los! Gut. Kommst du oder nicht? Los, los, los! Ein Fuchs? Das wirst du nicht! Jetzt, ich wollte gerade sagen. Achtung, Kurve! Jetzt muss er zum Wolf werden. Ich verstehe Perfekt. Leider kein einziges Wort. Wo geht sie lang? Das duftet so unglaublich. Ich schätze, so kannst du viel besser riechen. Lass dich nicht ablenken. Elsa, schneller! Jetzt packen so. Wir ihn. Sehr geil, das ist sehr cool. Das glaube ich kaum. So, Fuchs versus Wolf. Wer wird dieses Battle gewinnen? Lässt du dich etwa wieder von mir schlagen? Auf gar keinen Fall. Let's go. Ich bin noch gar nicht bereit für so viel Action am Anfang. Fast geschafft. Ich find's auch witzig, wie man einfach... Unentschieden. Ich muss mich richtig anstrengen. Unentschieden. Der magische Fuchs ist für dich gerannt. Loki. Atreus. Vielen Dank. Tut mir leid, dass sie so zu dir war. Mir auch. Also, ich schätze, du bist bereit, nach Hause zu gehen. Komm zum Schrein, wenn du bereit bist. Muss ich denn gehen? So, Aza. Erst die Wölfe, dann ein Jack. Und jetzt ein magischer Fuchs mit riesigen Ohren? Angra Boda hat wirklich viele tierische Freunde. Bei unserem Revanchen-Wettlauf war Aza schnell, wirklich schnell. Sogar mit Angra Boda auf dem Rücken. Ich konnte fast mit ihr Schritt halten, aber naja, ich habe trotzdem verloren. Es hat sich gut angefühlt, meine Wolfsgestalt endlich kontrollieren zu können. Ich muss sagen, an Angra Boda denken, ich musste gerade an Angra Boda denken und wie sie sich fühlen muss, sich an... Und wie sie sich fühlen muss, sich an, ich weiß nicht, Mitgefühl oder so, etwas zu klammern. Ach so, um die Wut unter Kontrolle zu halten. Ich frage mich, ob Vater das auch so macht. Kurz verwirrt gewesen. Deine Prophezeiung war nicht so eindeutig, wann du gehen musst. Meine Prophezeiung. Okay. Aber die Frage ist, was sollen wir hier noch machen? Ich wüsste nicht, was wir hier noch machen sollen. Ohne Seelen haben sie vergessen, wie man Futter sucht, wie man rennt. Ich bringe sie her, weil sie alleine nicht überleben würden. Aber mit diesen Seelenmurmeln könntest du... Nein. Tut mir leid. Es ist nur... All das. Diese Prophezeiung. Das ist zu viel. Du hast noch Grünknollen, oder? Fütter die Tiere, wenn du willst. Und wie? Wie kann ich sie füttern? Habe ich Grünknollen? Was mache ich mit den Grünknollen? Okay. Hier, Grünknollen. Okay. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ah. Nein. Ich dachte, da komme ich rein. Fehlanzeige. Huch. So. Ist hier noch irgendwas Wichtiges zu machen? Ich glaube nicht. Ja. Wollen wir es verbessern? Den Jötnarbogen? Komm. So. Da
Dafür reicht's nicht, aber wenigstens können wir den Bogen nochmal verbessern. Ist auch nicht verkehrt. Let's go. Hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die Grünknollen zu sammeln. Die Tiere werden dankbar sein. Und ich auch. Oh, gern geschehen. Es war schön. Ich wusste nicht, wie verschieden sie alle sind. Sie liegen dir sehr am Herzen, oder? Ja. Angriboda, du bist mir schon eine. So, ich würde sagen, da ich jetzt nicht genau weiß, was mit den Tieren können wir jetzt machen. Ich glaube, das war auch das, worauf sie abgezielt hat. Als sie davon erzählt hat mit den grünen Knollen, dass wir die da noch hinpacken. Es sei denn, hier gibt es noch irgendwo anders Tiere, aber wir haben jetzt eigentlich alle gesehen, ne? Die Wölfe haben wir gesehen. Elche. Und ich glaube, hier überall kommen wir jetzt an Orte, wo ich aktuell nicht mehr hin brauche. Und auch nicht kann. Oh, sorry. Sorry. Mit W. Komme ich hier irgendwie hoch? Dann würde ich sagen, boah, I don't know, wir gehen zurück, oder? Ich habe nur Angst, dass ich hier noch irgendwie irgendein Event auslösen kann, irgendwas machen kann, irgendeinen Dialog bekomme. Und damit wir den nicht verpassen, gehe ich hier nochmal auf Nummer sicher. Aber hier ist Wasser, hier kommen wir auch nicht weiter. Und hier ist auch was, hier kommen wir auch nicht weiter. Aber was? Was können wir hier noch machen? Ah, okay. Suchen nochmal unser Glück. Ja. Oh, der war schlecht. Hä? Was muss ich machen? War da jetzt gerade eine andere Steuerung? Da stand eben gerade noch was. Halten, loslassen. Warum bin ich denn jetzt so schlecht? Wäre unnormal schlecht. Zack. Du hast es langsam raus. Der war gut. Zack. Du hast es langsam raus. Let's go. Nee. Ja gut, reicht jetzt. Werden zwei gute. Weglegen. Können wir die kleine Spielerei auch nochmal machen. Okay, siehst du? Hat sich doch gelohnt, sich nochmal umzuschauen. Dann lass uns mal zurück. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Nach unserer Reise hierher sollten wir langsam zurückkehren. Und dann schauen wir mal, was uns da dann erwartet. Glaubst das immer noch nicht, oder? Ich kann nicht. Du hältst mich für albern. Ich glaube, du liebst deinen Vater so sehr, dass du dir nicht vorstellen willst, dass er verletzt wird. Komm her. Ich muss dir etwas zeigen. Lofey? Meine Mutter? Ich wünschte, sie wäre nicht leer. Aber... ich weiß, wie es ist, Eltern zu verlieren. Alle beide. Deine Mutter mag tot sein, aber dein Vater... ihr habt noch Zeit.
für den Abschied. Oh. Ich weiß, was du sagen willst. Und weiß es zu schätzen. Wirklich. Aber... keine Ahnung. Wir müssen doch mehr sein als Geschichten, deren Ende schon feststeht. Was wird jetzt mit dir? Ich weiß nicht. Wie gesagt, sobald du weg bist, ist mein Teil erledigt. Also, bleib ruhig noch. Ich glaube, du entscheidest, wo dein Teil endet. Was wirst du nun tun? Keine Ahnung. Aber ich kann nicht zusehen, wie mein Vater stirbt. Ich muss zurück. Ist gut. Die Sterne hier sind anders. Nein. Du bist das. Ja. Ich werde dich wiedersehen. Klar. Also gut. Schließ die Augen. Und halt die fest. Du darfst sie nicht verlieren. Daheim. Denk daran. Wiederhol es. Daheim. 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 So? Ah, verrückt, verrückt, verrückt. Da sind wir wieder. Aber wo genau? Sieht aus wie... wirklich das Daheim. Ja. Perfekt. Angrebora, was machst du? Landen wir auch noch hier. Na tolle Wurst. Anderes daheim. Anderes daheim. Anderes daheim. Scheiße. Aber da vorne haben wir doch direkt eine Tür eigentlich. Ah! Tolle Wurst. Alter, Alter, warte mal, warte mal. Ich bin noch nicht auf God of War Steuerung vorbereitet. Hilfe, Hilfe, ich bin nicht auf God of War Steuerung. Ich bin gar nicht auf God of War Steuerung vorbereitet. Hä? Ich war gar nicht ready gerade für... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Warum? Ich müsste doch eigentlich mit Dings ausweichen. Mit X oder mit Kreis? Alter, warum fetzen die mich so? Ey! Alter, die machen mich so blank! Ich check's gar nicht!
Scheiße. Hä, warum fetzen die mich so? Ich komm gar nicht drauf fit. Ich werd richtig gehopst. Was soll das denn? Ah, Bruder. Konzentration. Please. Finish him. Let's go. Meine Güte. Ich muss zu Sindri und rausfinden, wie ich Vater rette. Und ich muss irgendwie den Eisenwald und Angre Boda geheim halten. Worauf habe ich mich eingelassen? Ah. So, zu Sindri nach Hause zurückkehren. Auf geht's. Was hast du dir gedacht? Ich wollte Fenrir besuchen. Für 2 Tage. Ich... Lüg mich nicht wieder an! Warum kamst du her? Alleine? Suchst du den Tod? Nicht mehr als du! Dann sag! Sag! Was ist es, das du verheimlichst? Ich habe versucht, diesen Pfad mit dir zu gehen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon! Und doch folge ich dir! Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles! Wer beschützt dich denn? Atreus, du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Was weißt du? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich vertraue dir auch trotz allem. Das ist nicht dasselbe. Warum? Du hast geschwiegen. So wie Mutter. Ihr hattet gute Gründe und ich auch. Warum kannst du nicht... So, back to Kratos. Auf geht's. Chaos Kling, ich habe euch vermisst. Jawoll. Endlich wieder Chaos Kling Action. Bruder, ich genieße es. Ah, herrlich, 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 herrlich. Ohne Scheiß. Also ich hab's, es hat gebockt als Atreus zu spielen, es hat gebockt mit Pfeil und Bogen und auch in seinem Combat-Modus zu zocken. Aber jetzt merke ich wieder, wie viel Spaß es auch als Kratos macht. Stumm. Let's go. Oh. Wer bist du denn? Valkyrie? Ich weiß nicht, ob ich diese Valkyrie kenne. Woher weißt du das? Sie ist körperlich, aber anders. Sieht aus, als hätte der Bastard es endlich geschafft. Wir wollen dich nicht bekämpfen. Was soll das denn jetzt gerade? Warum tust du das? Fuck, ich wollte ausweichen, Mann. Dreck. Schöne Bescherung. Bruder, das wird ein bodenloser Kampf jetzt. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ich habe Angst. Oh nein. Ey, man spielt nach so langer Zeit Kratos wieder. Ich weiß nicht, ob wir diese Valkyrie kennen.
Woher weißt du das? Sie ist körperlich, aber anders. Sieht aus, als hätte der Bastard es endlich geschafft. Wir wollen dich nicht bekämpfen. Mann. Reden wir darüber! Sie scheint keine Lust auf Reden zu haben. Digga, warum presst dich so? Wir haben deine Schwester befreit. Oder nein? Scheiße, Digga. Es wird gottlos, es wird so gottlos. Mann. Komm schon. Ich muss auch wieder mehr mit Atreus angreifen. Boah, direkt so eine Walküre, das ist halt heftig. Das ist halt echt heftig. Halt! Erinnerst du dich an uns? Ich weiß nicht, ob wir diese Walküre kennen. Woher weißt du das? Sie ist körperlich, aber anders. Sie ist als hätte mein Gott. Bastard es endlich geschafft. Wir wollen dich nicht mehr voll verkackt. Sie lässt nicht nach. Ja, aber das kannst du laut sagen. Können wir sie besiegen? Wir haben schon mal eine Walküre besiegt. Wir schaffen es wieder. Aber warum? Warum? Woher kommt sie jetzt gerade? Wow. Heftig. Digga. Okay, okay. Sie macht keine Witze, oder? Nein. Vater, geht es dir gut? Konzentrier dich auf den Feind, nicht auf mich. Ja, Vater. Aktivieren Sie Mut für einen kurzen Zusatzschub. Mut verbraucht einen Teil der Rageanzeige. Warum sagst du denn nichts? Ja, aber wieso aktiviere ich Mut jetzt anstatt Rage? Geh! Nicht anfassen! Fuck. Was haben wir denn getan? Hey! Jetzt kein Scheiß bauen. Kein Scheiß bauen, sag ich. Sie können dich befreien. Ich glaube, sie ist frei genug. Geht noch. Was? Jede Todesqual. Jede nur vorstellbare Verletzung. Nein! Atreus! Das willst du nicht! Digga! Beruhige dich! Kontrollier's! Verbündete. Atreus.
Digga, was ist hier los? Was ist hier schon wieder los? Bist du verletzt? Vielleicht. Vorerst zumindest. Bist du mehr wert für mich? Lebendig. Aha. Okay. Atreus, nach Hause. Nach Hause? Wirklich? Wenn ich zurückkehre, sagst du die Wahrheit. Jetzt muss ich ein paar Dinge klären. Wir nehmen ihn. Oh, Majestät. Schön, dass wir uns wiedersehen. Brautneffer. Was auch immer das heißt. Lass ihn nicht aus den Augen. Du hast gehört, Sonnenschein. Komm schon, beweg dich mal. Okay, was geht, Alter? Krass. Was willst du, Freya? Ich werde nicht länger an diese Welt gebunden bleiben. Wir reisen nach Vanaheim. Tja, sind wohl nur wir übrig. Brücke. Ein Tor nach Vanaheim. Kommt sofort. Okay, Zorn oder Mut wählen. Mut verwendet Rage. Um zu heilen, statt Schaden zuzufügen. Sie können Kratos Ragepfad jederzeit im Waffenmenü auswählen. Wenn du noch gebunden bist, wie kannst du reisen? Ich habe einen Schutzkreis gewirkt, damit ich nicht aus dem Reich gezogen werde. Er sollte halten, bis ich finde, was ich suche. Und was ist das? Die Quelle der Magie, die mich an Midgard bindet. Wir werden sie finden und zerstören. Ich werde dir helfen, aber es wird nicht ändern, was ich getan habe. Ich weiß. Deshalb töte ich dich vielleicht trotzdem. Gehen wir oder was? Gut, dass ich so selbstbewusst ist, auf jeden Fall. Ja, Brock, wir folgen dir. Auf geht's. Das mit dem Mut und Rage habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Wo kann ich das auswählen? Hä? Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wo würdet ihr Teufel denn bitte überhaupt ohne mich sein? Das frage ich mich auch immer, Brock. Das frage ich mich auch immer. Und wofür ist Kratos denn überhaupt Hoheit? Offensichtlich warst du durchaus in der Lage, Odins Flüche allein zu brechen. Die anderen Flüche wurden durch Fimbulwinter schwach, aber ich brauchte dennoch Hilfe. Der hier ist stark. Der Versuch, ihn zu töten, ist also nur deine göttliche Art, um Hilfe zu bitten? Ich erinnere mich nicht, dich hier gebeten zu haben. Weil du es nicht getan hast. Ich habe eine alte Saufkumpane, die ich aufsuchen wollte, sobald dieser Laden wieder auf der Karte ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich euch helfe, lande ich da, wo ich hin will. Und wie kommst du darauf? Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie sich mit deinem stumpfsinnigen Bruder rumtreibt. Freyr ist nicht Teil dieser Sache. Tja, mein Gefühl sagt da was anderes. Meine Eier auch. Ach, Brock, ey. Er ist einfach eine Legende. Er ist einfach eine Legende, ohne Scheiß. Ich spüre die Kraft des bindenden Fluchs. Die Quelle ist weiter drin. Folgt mir. So. Stickiger als eine Kloake in Muspelheim. Und fast genauso wohlriechend. Der Fimbulwinter ist wohl schuld. Aber wenn die beiden so Frieden finden können... Das ist ein Bündnis auf Zeit, Mimir. Alles andere würde Vertrauen erfordern. Ach bitte. Du weißt ganz genau, dass Kratos nicht der Grund deines Leidens ist. Ihr beide seid genauso Teil meines Leidens wie jeder andere.
Okay. Komm schon, suchen wir nach einem Weg. Ballern wir jetzt schon direkt los oder was? Ich bin verwirrt. Leute, ich würde sagen, wir nutzen erstmal die Chance, jetzt wo wir hier sind, und kurz den Dialog unterbrechen. Und machen an der Stelle Schluss mit der jetzigen Folge. Eine sehr, sehr wahnsinnig ereignisreiche, krasse, mega heftige Folge. Zumindest was dann abging, als wir auch wieder zurückgekommen sind von Angry Bora. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Ich würde mich freuen. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, Kuss, Kuss, Kuss und ciao, ciao.